Wenn euch jetzt jemand fragt, du, was erwartet mich denn in der STEOP? Was wäre denn da so eure Antwort? Also so kurz die Elevator-Version, so zwischen Tür und Angel, boah, da gibt es eine STEOP, was erwartet mich in der STEOP? Was wäre denn da so eure Antwort an eine neue Studierende, einen neuen Studierenden? Also ich glaube, ich würde sagen, in kurzer Zeit sehr viel Input. Also das ist, glaube ich, so das, was einem am Anfang so besonders eindrücklich vorkommt. Und das ist halt schon, oder das ist eigentlich auch das Sinn und der Zweck des Ganzen, dass man einen Einblick in die thematischen und auch methodologischen Schwerpunkte eines Faches bekommt. Also dass man eigentlich eine möglichst breite Palette an den Inhalten, die in dem bestimmten Fach relevant sind, also bekommt, und dass man halt dadurch oft sehr viel bekommt, und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung an dem Ganzen. Ja, das finde ich auch spannend, immer was ihr so herausfordernd gefunden habt oder manchmal vielleicht auch frustrierend. Bitte, Afra. Ja, es ist eben erstmal ein sehr breiter Überblick und teilweise ist es dann ein bisschen nervig, wenn du merkst, mich würde das interessieren, aber wir gehen schon weiter zum nächsten Thema. Also, und dann zum Teil ist die STEOP nicht das Beste im Studium. Also es kann teilweise echt ziemlich langwierige Vorlesungen sein. Es kann echt langweilig werden. Ich kann nur empfehlen, versuchen rauszufiltern, ob das was passt, was dahinter steckt, und dann eventuell weiter studieren oder halt auch nicht. Aber ja, es braucht am Anfang echt einen Akt, um da durchzukommen. Zumindest war es bei mir so. Genau, aber einfach schauen, ob es passt, was dahinter steckt. Also ich möchte vielleicht noch bei dem von der Fedora anschließen, dass die STEOP, also das, was man erwarten sollte, ist eben viel Input. Und das, was das Ganze vor allem ausmacht, ist, zumindest bei mir war das so in Mathematik, es ist viel Input und die Themen davon sind wenig bis gar nicht bekannt. Also, dass man mehr oder weniger wirklich in kurzer Zeit mit vielen neuen Themen konfrontiert wird, indem man sich wirklich irgendwie erst einleben muss, beziehungsweise wo man wirklich versuchen muss, das jetzt zu verstehen, beziehungsweise speziell in Mathematik auch diese mathematischen Ausdrucksweisen, schließt einfach, wie wird irgendetwas formuliert, weil ich sage mal, also ich persönlich bin eher salopp herangegangen, also hätte man mich gefragt, mit wie würde ich irgendetwas formulieren, weiß ich nicht, dann hätte ich halt eine sehr, sehr saloppe Ausdrucksweise gewählt, vermutlich, beziehungsweise das Ganze sehr inkonkret formuliert. Und das, was man lernt, ist eben einfach, dass die Dinge sehr, sehr speziell und sehr konkret und aber auch in großen Teilen eben sehr abstrakt sind. Und damit muss man sich dann eben zurechtfinden zu Beginn einmal. Also ganz spezifisch auf die Japanologie bezogen, würde ich einem Studienanfänger oder einer Studienanfängerin sagen, dass eine Menge, dass die STEOP wirklich die Basis, die sprachliche Basis für, also das Fundament für den Rest des Studiums ist, und dass man sich da doch auch die Zeit nehmen sollte, wirklich aufzupassen und die Dinge ordentlich zu lernen, damit dieses Fundament nicht dann im zweiten Semester bröckelt. Weil die STEOP ja einerseits doch eben eine Schnupperphase ist, um herauszufinden, ob es einem gefällt oder nicht. Aber gleichzeitig, also vor allem in der Japanologie, wenn man in der STEOP am ersten Semester nicht ordentlich anzahlt und da dabei ist die ganze Zeit, ist es quasi unmöglich, dann im zweiten Semester mitzukommen. Einfach weil man 350 Schriftzeichen lernen muss und die passenden Lesungen dazu, und man muss die ganze Basisgrammatik können. Und wenn einem das fehlt, dann ist man mehr oder weniger verloren im zweiten Semester. Also ich würde, glaube ich, ganz stark betonen, dass gerade bei der Japanologie die STEOP super wichtig ist, dass man sich da die Zeit nimmt und da auch ganz ordentlich rangeht an die Sache. Für einen selbst vor allem in erster Linie. Was mir noch eingefallen ist, ist eigentlich, dieser große Unterschied zur Schule liegt für mich darin, dass man halt schon alles eigenständig machen muss, also dass einem diese Selbstverantwortung irgendwie, dass die gefordert wird, weil es im Prinzip jedem egal ist, ob man sich für eine Prüfung anmeldet, ob man da mitmacht oder dort mitmacht. Und ich glaube, darauf muss man sich auch einfach einstellen. Also das ist ja sehr individuell, manchen fällt das einfach, also leichter, manchen schwerer, aber grundsätzlich glaube ich, abgesehen von den inhaltlichen Inputs, wird eben auch Selbstverantwortung und Eigenständigkeit gefordert. Das bringt mich aber auch gleich zu dem weiteren Punkt. Eben die STEOP heißt ja nicht nur Einstieg, sondern auch Orientierungsphase. Und
Wie hilft eigentlich dieses DEOB als Angebot auch der Universität, eurer Erfahrung nach, den Studierenden sich da zu organisieren? Also was für Angebote oder welche Teile des DEOB findet ihr nützlich, um sich besser zu organisieren? Oder habt ihr nützlich gefunden? Ja, also bei uns gab es in der ersten Vorlesung in der Ernährungslehre angewandt und multidisziplinär eben auch so einen Abschnitt, wo verschiedene Professoren erzählt haben, was sie so machen, also mit ihren Arbeitsgruppen, was sie da gerade für Projekte laufen haben und womit sie sich beschäftigen. Das fand ich eigentlich schon recht sinnvoll, so um einfach zu sehen, wo führt mich dieses Studium hin, weil man lernt dann vor allem bei unserem Studium am Anfang Grundlagen, also Chemie, Physik, Anatomie, alles Mögliche. Und verliert, glaube ich, dann oft so ein bisschen aus den Augen, wofür man das eigentlich macht und wo einen das eben hinführen kann. Also das war schon ganz sinnvoll, denke ich. Es gab ein Tutorium, allerdings war das eher da, um Leute kennenzulernen, als jetzt wirklich, finde ich, inhaltlich irgendwie großartig weiterzuhelfen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, was da irgendwie unternommen wurde. Also ich muss sagen, dass in meinem allerersten Studium, also in der Kunstgeschichte, habe ich mit dem Konzept des DEOB absolut nichts anfangen können. Also mir war klar, wozu sie dient, aber es hat sich jetzt nicht so angefühlt, als ob sie sich großartig vom Rest des Studiums dann unterscheiden würde. Es hat sich einfach so angefühlt, wie gut, du lernst halt jetzt grundlegende Dinge, die du dann für den Rest des Studiums brauchst, aber mehr nicht. In der Japanologie war es dann ein bisschen anders, weil die Orientierungsveranstaltung, die von der Japanologie am Anfang des Semesters angeboten wird, sehr ausführlich ist und einem auch ein bisschen Angst gemacht hat, weil einem erst wirklich klar geworden ist, wie viel da auf einen zukommt und wie streng das eigentlich alles im ersten Semester ist. Dadurch war es auch bei der Japanologie eigentlich nicht wirklich so. Also ich persönlich hatte zumindest nicht das Gefühl, als ob mir jetzt wirklich die Zeit gegeben wird, um mich zu orientieren. Also der Fokus lag, glaube ich, bei der Japanologie mehr auf diesem fachlichen Input und da eine Basis schaffen, gerade eben auch für die Sprache und weniger auf diesem Ankommen an der Uni. Unter anderem eben auch, weil man ein Jahr verliert, wenn man diese Übung nicht schafft, die mit der STEOP zusammenhängt, mehr oder weniger. Also ein sprachliches Jahr, was das betrifft. Japanologie ist in dieses wissenschaftliche Arbeiten und in sprachliche eingeteilt. Und man kann an den wissenschaftlichen Arbeiten schon weitermachen bis zu einem gewissen Grad, aber man kann nicht alles machen, was irgendwie geplant wäre vom Curriculum aus. Also dahingehend war die STEOP für mich persönlich zumindest nicht wirklich eine STEOP, sondern einfach der Beginn vom Studium und das macht man halt und das hinterfragt man nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich nicht wirklich danach orientiert gefühlt nach der STEOP, hatte nicht irgendwie einen festen Plan, was ich machen will. Es war mehr frustrierend. Ich habe im Vorlesungsverzeichnis die ganzen spannenden Vorlesungen gesehen und durfte die aber ja noch nicht machen, bevor ich die STEOP abgeschlossen habe. Also das war mehr so ein Pflichtdings, bevor ich dann das coole weitere Studium machen konnte. So habe ich es wahrgenommen. Aber es war natürlich trotzdem schön, weil wir waren nicht so viele Leute. Und dann hat man immer die in den Vorlesungen gesessen und so hat man irgendwie die Menschen kennengelernt, Leute gesehen und irgendwie es hat so insofern dem sozialen Aspekt vom Studium geholfen, weniger als jetzt, glaube ich, der fachlichen bei mir. Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, dass es in der Japanologie damals, als ich angefangen habe, noch kein Mentoring gab. Das heißt, dass man da ziemlich alleingelassen wurde, wenn man nicht an den Tutorien teilgenommen hat, die bei erster Linie fachlich waren. Das aber eben jetzt inzwischen, das weiß ich von anderen Kolleginnen, dass das definitiv organisierter stattfindet, das Ganze, und dass man auch mehr Hilfe erhält, was die Orientierung im ersten Semester betrifft.